So, hallo und herzlich willkommen hier, meine Freunde des Arkidakis. Wir haben Montag, den 10. Januar. 10. Januar 2022. Und das ist Aufnahmetag 17. Aufnahmetag 17 in Ark. Suvivel i Wolfte. Wir haben 11.08 Uhr bis, keine Ahnung, gestern haben wir ziemlich viele Schweinereien gemacht. Und Tag 17 geht jetzt an den Start. Was wird uns heute erwarten? Noch mehr Schweinereien. Gestern habe ich ein bisschen übertrieben mit dem ganzen Breeding-Server. Ging ziemlich in die Knie. Aber er ist wieder in Ordnung. Ich beobachte es ja die ganze Zeit. Die Auslastung, die Prozente, den Verbrauch. Und wurde schon gefragt, was heute besonders passiert. Die Mod komplett drauf, die wir gestern vorgestellt haben mit dem Video. Das ist dann das Finalisieren des Servers. Jetzt schaue ich erstmal nach den Breedings. Breeden neu. Werde aber nicht so übertreiben wie gestern. Mach jetzt peu à peu immer nur so ein Teil. Und ja, da wünsche ich viel Spaß mit dem Ark Survival Evolved. Tag 17, natürlich abonnieren, schnabulieren, kommentieren, liken, Glocke und so weiter. Den ganzen Müll, den ihr kennt, und viel Spaß. Okay, auf geht's. So. Jetzt wieder hier. Genau. So. Heißt, du willst den Server runterfahren oder was hast du vor? Das, was ich eben gesagt habe. Hör doch zu, Uschi. Also ich meine. So, erst die Breedings machen, so ein Stündchen, einfach mal kurz neu starten, das dauert nicht lang. Runterfahren, wieder hochfahren, Ende, das ist nur ein paar Minuten. Ich sage euch vorher Bescheid im Stream und dann wisst ihr Bescheid, ich frage dann immer, hey Jungs, Mädels, bringt euch in Sicherheit, ich fahr kurz runter, mach Backup, tu was umstellen und fahr hoch, das dauert nur 5 Minuten. Ja, ich sag mal 5 Minuten. So. Okay. Dann, warte, ich muss noch auf Survival Evolved hier switchen. Das Gedönse da. Hier rein. Okay. Dann machen wir das heute fertig. Ich werde dann schauen, dass ich den... Guck mal, wie lange wir brauchen. Vielleicht macht man heute den Boss und dann, dass ich morgen den Gen 2 Server bereitstelle. Ob ich Mittwoch Arkidaki spiele, weiß ich nicht. Und Donnerstag bin ich mir auch nicht sicher, aber heute und morgen machen wir noch. So. Du willst mich in einer Stunde anwerfen? Finde ich geil, ich stehe drauf. Zwinker. Kappa. So. Okay, rein da. 3012 Stunden. Ja, die haben wir gestern die ganze Zeit in Settings verbracht hier. Ja, mit, ohne, scheißegal. Einfach rein. Los geht's, Action Jackson hier. Wie du Bock hast. Ich richte mich aber nur heute nach dir. Habe ich jetzt nicht gesagt. Einfach mal hier so erzählen, als ob es so wäre. So, die verlorene Insel, joinen hier. So, und ja, jetzt schauen wir mal, wie viele Leute wir werden, wie viele wir bleiben. Und dann werde ich je nachdem den Server anpassen. Da habe ich schon einige Ideen. Vielleicht wird das auch noch umgelagert, ausgelagert. Mal schauen. Aber wir haben gestern einige neue bekommen. Vielen Dank an der Stelle fürs Interesse. Nochmal herzlich willkommen. Luma2207 auf dem Server. Radan72000 auch willkommen auf dem Server. Und wer ist denn? Und Miko war ja schon vor ein paar Tagen dabei. Den braucht man nicht begrüßen. Der war schon früher. Ging mir auf den Sack. Kappa. So. Ja. Und wenn du heute Abend neu durchziehst, schlag ich dich vor für Raid, dann kommen halt mal 80 Leute. Gigantisch. Ich mache ungefähr, ich weiß nicht, so bis 11, 12. Ich muss schauen, dass ich die Woche so in der Früh bis Nachmittag wach bin. Wegen einige Sachen klären. Ab und zu muss ich raus. Ab und zu muss ich teflonieren. Und auch einigen Terminen nachgehen. Also, die Tage versuchen, einen normalen Rhythmus, wie die Gesellschaft das nennt, zu machen. Ja, grüß dich Gott. Die Prämie schickst du mir da noch zu. Na logisch, na klar. Also, aber nur knockert. Also, ihr hast schon recht. Ja. Wir sind jetzt auch schon wieder am Start seit, weiß gar nicht, seit langer, langer Zeit. Also wann bin ich da? Ja. Okay, so ein bisschen Pause. Muss euch aber sagen, von meinen Füßen her und den Schmerzen ist es in den letzten Tagen schlimmer geworden.
Aber es passt ja. Ich bin jetzt auch die Tage wieder in Behandlungen. Einige Terminen gehe ich nach. Mal schauen, was das bewirkt. Und ich versuche so wenig Tabletten wie möglich zu nehmen, damit ich einigermaßen hier auch am Stream einen klaren Kopf habe. Obwohl ich eh deppert im Kopf bin. Ach, schon wieder Wetter. Kate, scheiße, Mann. Ja, an Wetter und dann sich schon wieder zu viel ungesunde Scheiße hier trink. Ich hatte es eine Zeit lang geschafft, auf Wasser umzusteigen. Ganz, ganz viel Wasser. Und eins und Spezi am Tag. Jetzt mache ich wieder zwei, drei Spezies am Tag und kaum Wasser. Aber es ist auch schwierig, ohne Koffein über den Tag zu kommen. Wie geht's dir denn so, Kate? Hast du auch Problems mit dem Wetter? Aber ja, Wetter ist wild. Ich schau mal Postmene. Vielleicht mache ich ja extra heute bis 20.30 Uhr. Damit ich deine Ruhe vor dir hab, du Sack! So. Gut. Also gestern habe ich schon nicht übertrieben im Breeding hier. Dann trink Kaffee, naja, lag heute Morgen 2 Stunden beim Arzt. Aua, 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 aua. Tut mir leid, geht's jetzt wieder? Achso, ich habe die Aufnahme. Habe ich doch, ich habe die Aufnahme neu gestartet. Okay, doch. Okay. Spawn ich mal in meinem Pod. Ich schaue mir jetzt mal genau den Server heute an. Jetzt müsste es kurz geleckt haben, wenn ich hier joine. Gut, beim Join leckt es immer, keine Ahnung warum. Jetzt gerade kaum was. Hat sich gerecht, ja. Wieso machst du denn sowas? Rein da, essen, trinken. Oh, 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 oh. Jetzt ist die Belastung wieder hoch. Kaum bin ich da, die Belastung ist hoch. Um 10% gestiegen. Hey, wieso bluten die alle? Alter, hier sind so viele Tiere. Ich tue dir gleich alle einschießen, dann geht der Server wieder besser. Alter. Es sind so viele Tiere hier. Ich muss die gleich mal einschießen. Dann entspannt sich der Server auch. Tiere Main. Boah. Mach mal leise und ich sehe gerade auch der Server. Also, bitte nicht nachmachen. 200, 300 Tiere gleichzeitig draußen ist nicht so geil. Ich sag's euch, wie es ist. Das ist nicht performant fördernd hier. Wird gleich weniger. Wird gleich weniger. So. Wir werden gleich alle in eine Kugel rein, dann passt das. Schaut euch mal an, was hier abgeht. Schaut euch mal an, was hier abgeht. Da hinten sind auch noch welche. Hier, alles voller Tiere. Das ist wild. Schaut mal an hier. Schaut mal an hier. Ich werde es nicht mehr so übertreiben, versprochen, damit wir alle ein bisschen mehr Spätzle haben. Einfach mal eingeloggt, 10% mehr. Mehr Serverlast. Einfach Server Main. Aber läuft flüssig bis jetzt. Kein Gelege hier. Aber trotzdem. Es ist ein bisschen viel. So, wo fangen wir an? Wo fangen wir an hier? Die Giga sind fertig. Ich müsste mein Bett, also dein Gutes Nächte, wenn soweit ist. Spätzle oder Käse. Spätzle oder Käsespätzle. Immer mit Käse. Immer mit Käse. Wir können ja schauen, wie viele es sind. Es sind bestimmt nicht so viele. Sind die auch fertig?
Ja, sind alle fertig, okay. Okay, wir schauen, wir haben jetzt 300 Kugeln. Wir ziehen das dann nachher ab. Natürlich Zwiebeln. Zwiebeln beste. Immer Zwiebeln. Zwiebeln, Käse muss sein. Was sind das für Fragen hier? Zwiebel Main. Alexa? Schlummer. Okay. Der Timer wird 5 Minuten lang ausgesetzt. Alter. Okay, passt. Die haben wir. Ach du Scheiße, Alter. Die Weltherrschaft an mich zu reißen. Ja, die Bosse muss ich. Ich muss ja breeden für die Bosse. Ich muss ja breeden für die Bosse. Du musst ein Dino mit dem anderen Rambazammer machen lassen, dann kommt ein besseres Baby raus und das musst du halt 100, 200 Mal machen, bis du das richtige Baby hast. Oh, ich da, also der richtige Boss auf Lost Island, da brauche ich, glaube ich, noch mindestens eine Woche oder länger. Den Breedings. Aber vielleicht schafft man den Boss heute von dem Add-on, von der Mod. Ja, das kenne ich, Kate. Wenn es einem nicht so gut geht, dann isst man auch nicht viel. Tut mir leid, dass du Kummer hast. Lass dich drücken. Einfach drücken hier. Das ist schon besser. LOL! 7% mehr Server-Performance? Alter! Einfach 7% mehr Performance. Code of Conduct. Er soll nämlich nichts von wissen hier. Wieso kommst du nicht drauf? Wir sind doch alle drauf. Ja, das ist halt so, du tust den Arc halt vorbereiten, mehrere Wochen, Tage und dann ist es mit dem Bosskampf, keine Ahnung, 5 oder 10 Minuten, wenn du dann gerade in der Zeit nicht da warst. Aber am... vorgestern haben wir mehrere Stunden Bosses gemacht. Ich glaube so 2 Stunden war das alles insgesamt, Wizard Gaming. Hab nichts gemacht, 0.0, Moment, ich starte mal neu, ihr macht das. Müsste eigentlich alles passen, ich habe auch nichts gemacht. Aber, ey, lol, die Performance, wie ich die jetzt anschaue. Kriegen wir schon hin. Okay. Oh ne, die sind nicht fertig. Ich platziere die gleich neu. Okay, die müssen noch heranwachsen. Aber hier waren noch ein paar, waren noch, glaube ich, Babys, oder? Nee, waren keine Babys, oder? Also bis jetzt sind es 90 Tiere gewesen. Wir haben 300 Bällchen gehabt, jetzt sind es nur noch 210, also 90 waren es. Bis jetzt waren es 90, aber wir haben ja noch unten eine Reihe. Wieso nennst du mich eigentlich ein Schummler? Das, was ich hier mache, kannst du auch alles machen. Das ist beim besten Fall kein Schummel. Frech! Ja, auf Etage 2 gehe ich mal, ja. Da sind noch ein paar. Aber nur 2. Und weiter geht's.
Das ist alles, was ich hier mache, ist für euch auch machbar. Aber echt, nicht in diesem Rahmen, Kappa. Doch, na klar. Da muss man halt erst Bock drauf haben, das ist schon eine Menge Arbeit. Also ich brauche fürs Breeding 4 bis 6 Stunden am Tag, habe ich gebraucht vor der Maschine. Und jetzt bräuchte die gleiche Zeit, weil ich jetzt zweimal machen kann. Luma, das ist nicht Schummel, das ist Cheaten. So. Schon frech von dir. Nenn das doch beim Namen. Cheaterino, Kappa. So, wir haben noch ein paar draußen, aber... 129. Boah. Ach du Scheiße. 166 Tiere, oder? Waren es jetzt hier? 166 Tiere. Jetzt haben wir noch 2. 166, oder? Ne, 176, oder wie viel haben wir? Warte, wo ist die Zahl? 176 Tiere, oder? Warte. 176, ne. 171 Tiere. Jetzt hat 171 Tiere. Ich habe jetzt 229 dieses Jahr. 171 Tiere waren es bis jetzt. Ja, war nur ein Pärchen. Und jetzt haben wir noch hier ein paar draußen. Wir haben noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Also hatte ich doch recht mit 200 Tiere, oder? Ja, 28. Also 200 Tiere. Sagen wir 200 Tiere, plus minus 1, 2. Alexa? Stopp, kurz Küche. So. Musste mal noch was kommentieren so gestern. Breeding 200 Tiere sind nicht genug. Kappa, ein paar Beste. Okay. Okay. Jetzt könnt ihr euch vorstellen. Ich schau mal kurz, wie die Config ausschaut. Warte. Ich muss auch das mal ändern, dass in die Nanny mehr reinpasst. Dass man mehr reinschieben können in die Nanny. So, 100 Slots ist halt nichts. Hier. Da. Nanny-Intervall. 35 Sekunden. Das heißt, wenn 200 Tiere draußen sind, die Nanny tut sich alle 35 Sekunden um alle 200 gleichzeitig kümmern. Das heißt, sie impündet sie und je nachdem bis zu 15% gibt sie auch noch Food. Und das, glaube ich, kann doch mal so ein Lagerino hervorrufen. Hier, wer mag zugreifen? Jetzt und hier. Frisch, live, aus dem Schrankkühl. Aus dem Schrankkühl. So, also, das ist dann eine wilde Geschichte, sage ich euch. Also das heißt, wenn sie alle 200 Tiere alle 35 Sekunden abfrägt, ist das schon wild.
Ich hatte diese Zeit sogar früher runtergesetzt, weil Babys, habe ich Angst, ob das Baby sterben. Ich würde sogar, jetzt sogar hochsetzen, die Zeit. Ich glaube, alle 60 Sekunden wird reichen. Und vielleicht auch 15%. Bei manchen ist es halt sehr, sehr gefährlich, aber mal gucken. Aber ja, gut, wenn man halt nicht mit 200 Tieren macht, ist es okay. Also ist es davon abzuraten, außer ich tue die Server-Performance noch ein bisschen steigern. Was wir auch je nach Interesse von Ark machen werden, früher oder später. Aber ich wollte euch nur zeigen, so, ne? 35 Sekunden ist einfach eigentlich schon zu oft. Wenn das ganz, ganz klein ist auf 1%, ist es natürlich noch gerechtfertigt, aber man könnte einstellen, die Nanny, dass sie am Anfang vielleicht Chain Food, dass man vielleicht auf 25 hochgeht. Aber die können nicht so viel tragen wegen Gewicht. Dass sie auf 25 hochgeht, kann man ja einstellen. Und dass sie nur noch jede Minute oder so. Was meinst du, Kissy? Jede Minute 60 Sekunden? Reicht doch eigentlich, oder? Bei ganz, ganz kleinen Babys, je nach dem Baby, ist es schon sehr gefährlich. Eine Minute. Aber da muss man halt schauen, muss man sich halt kurz kümmern oder so. Um einfach ein bisschen dem Ganzen entgegenzuwirken. Erstmal weniger Tiere gleichzeitig und das die Zeit ein bisschen hochsetzen. Zeit hochsetzen, Food hochsetzen. Ach so, warte. Moment, wir haben ja noch ein paar Tiere. Huch. Also ich muss ja ehrlich sagen, Kisi, das ist ja weniger als früher. Ich habe mich ja schon zusammengerissen, ne? Aber ich wollte zeigen, ich bessere mich mit der Zeit. Aber da ich jetzt den Server noch besser sehen kann, noch besser verwalten kann als früher, werde ich mich auch ein bisschen zügeln, was das angeht. Hast du es drauf geschafft, oder was? Okay. Und ich werde halt Rexe und Affen machen und Mantis und Ferox für mich als Spaß dann. Rexe und Affen für den Boss und Mantis und Ferox für mich als Spaß dann. Muss ja nicht gleichzeitig geschehen, das Ganze. Kann ja auch hintereinander Folgendes sein. Folgendes habe ich im Web gefunden und übersetzt. Ja, bitte. Laut swiftyfun.com: Sie sind lustig zu beobachten und ziemlich fotogen. Wer? Danke. Kuss. ja, das hatten wir. Das hatten wir schon sowas. Aber das Problem ist, bei so einem Haus hast du noch mehr Strukturen. Deswegen habe ich auch keine Wände gebaut hier. Ich schwebe halt hier, so gut wie es geht, außer halt das Greenhouse. Dann hast du noch mehr Strukturen, dann ist noch weniger Performance. Ich hab versucht, so Performance optimiert wie möglich zu bauen. Wirke mit den Tieren aber dagegen. Aber beides zusammen wäre halt wild. Aber es passt. Das ist meine Taming Station gewesen früher, was du gerade beschreibst. Es war nicht 10-stöckig, es war nur 3-stöckig oder 4-stöckig, aber ein Stock war so hoch, dass ein Bronto reinpasst. Oder ein Giga, je nachdem. Alles klar, dann bis später. Bis später. Ich meine, was man theoretisch, wenn ich wirklich so Massenbreeden will, machen könnte, was halt eigentlich nicht meiner Natur, also was halt gegen Ark spricht, ist, dass man die Tiere in diesen Kugeln großzieht. Aber ich finde, das nimmt dann so viel Gameplay raus. Also es nimmt dann so viel kaputt, macht es das. Die Kugeln helfen schon sowieso extrem, aber wenn man wirklich so viele Tiere großziehen will, geht das halt nicht anders. Aber ich lasse das, ich mache das einfach ganz entspannt.
Alles klar, Radon. Ja, und ich muss auch viele Tiere noch hier raustun. So, Magma ist noch oben. Also sprich, wir müssen sie an den Strand bringen. Aber die Mage und die Mantis haben überlebt, nach dem Chaos gestern. Aber was soll ich sagen? Das macht mir Spaß, dieses Züchten, dieses Machen. Dieser Random-Aspekt, das ist ja fast wie Lotto spielen oder so. Dieser Random-Aspekt hier, was kommt raus? Wie wird's gebreedet? Wie geht's weiter? Dann die zusammenführen, die Werte von Vater, Mutter zusammentun und so. Also das ist halt... Ich mag das, weißt du schon? Das ist was Gescheites, das gefällt mir. Das ist super. Ich mag das. Okay. Jetzt kann ich euch sagen, wie viele Tiere insgesamt ich in den Kugeln habe. Das ist auch noch wild beim Scannen dann. Also wie viele Tiere ich insgesamt habe halt, ne? Die muss man auch wieder reintun hier. Von welchem Gerät sprichst du denn da? Also ich habe ja viele Geräte hier, die ich nutze. Bitte spezifizieren Sie Ihre Aussage. Mining Laser. Hast du denn? Ich habe gar keinen Mining Laser. Ach, du meinst den Mining Drill oder was? Den habe ich nie genutzt. Nutzt Mikro den oder was? Ich nutze zum Farmen. Ist ja auch aus vom Pokémon so. Ist ja auch so ein Pokéball. Genau. Ich nutze zum Farmen den Magmasaurus. Der bringt dir bei so ein paar Vorkommen schon 15.000 bis 20.000 Metall. Ich weiß nicht, wie gut der Mining Laser ist. Schweiz ist mit so einem Ding rumgebrettert vor meiner Haustür. Also Schweinereien hat er gemacht, die Sau. Schweinereien hat er gemacht. Ja? Aber ist das Ding nicht oft kaputt? Man müsste halt einen besseren haben mit mehr Prozent. Kann man die Dinger auch looten oder so? Nee, oder? Ja, der ist immer nackig hier. Also ich würde nie nackig rumlaufen in Arkidaki, ist ja frech. Mal kurz scannen lassen. Schau. 680 Tierchen habe ich in den Kapseln. Magma ist besser, ja, denke ich mir. Klaut dir halt so ein Magma-Ei hier und macht das mit Magma, ist viel stabiler. So, ihr wisst auch ganz wild. Server ist auf. Ja, jetzt ist er auf 15%. Jetzt scanne ich die Tiere mal hier. Jetzt geht er hoch auf 17, 15. Ja gut, vorhin war es auf 20. Ich muss aber viel loswerden hier. Also mir macht so ein Mantis am meisten Spaß. So, jetzt sortieren wir das Ganze erstmal hier. Ja, ist halt gigantisch. Einfach nutzen, genau. Ist halt einfach arg, ja. Egal wie, ob du jetzt Dinos nutzt, ob du das Ding jetzt machst, also das ist einfach, also du tust dich vom mit der Steinachs über die Metallachs mit zu den Dinos hochkämpfen und nutzt es halt. Einfach geil. Ich mach mein Transfer-Tool noch. Aber ich werde jetzt heute noch genauer beobachten, welche Aktion, wie viel Prozent, was genau an Server-Performance braucht. Damit ich darauf ein bisschen eingehen kann. Und ich muss gleich niesen. Dankeschön. Danke, auch im Chat. Schrei mich einfach an, egal, niesen war ja auch laut, alles gut. Du hast dich nur dem Ton angepasst. So, schön einsortiert. So. Das
Das heißt, wir haben jetzt hier. Mal kurz scannen hier. Wir haben jetzt hier 681 Tiere. Das heißt, wir müssen, keine Ahnung, vielleicht sagen wir mal, vielleicht die Hälfte loswerden. Und das wird halt erstmal ein Gemetzel. Wie lang brauchen die denn? 35%, die brauchen noch ein bisschen. Also ich kann jetzt keine Gigas neu breeden, bevor die nicht fertig sind. Bevor die nicht fertig sind hier. So wenig wie möglich in der Tasche zu haben hier. Trotzdem gönne ich mir mal so ein bisschen hier. Keine Ahnung. Kannst du mal einen Stack hier reinziehen. Bisschen brutzeln hier. Frisch Lamm. Und ich bin mir nicht sicher, wie viel Performance die Tech-Beete ziehen oder die Beete. Ich würde theoretisch das alles nochmal vielleicht umbauen, alles auf Tech-Beete updaten und weniger machen. Oder auch nicht, wie ich Bock habe. Denn ich werde nicht mehr so viel Zeit auf den Server hier verbringen, weil wenn andere kommen, ist man ja meistens da, kommt zurück, macht nur ein paar Sachen, geht wieder weg. Und die Breedings werden sich beschränken auf zwei bis vier Dinos. Und die Hauptaction ist ja dann immer woanders. Okay. Erstmal schauen wir wegen der Rexen. Da müssen wir viel aussortieren. Tausend! Ich weiß nicht, ob ich es heute schaffe. Ich glaube erst morgen dann. Ich weiß nicht, ob ich es heute schaffe. Heute ist halt erstmal die Tiere noch sortieren. Da will ich das Addon drauf tun. Das Additional Arc-Dings da. Das Additional Wild, was das Ding heißt. Dann die Tiere anschauen, vielleicht den Boss machen und dann, wenn es geht, morgen. Oder wir tun heute schon vorbereitet mit Kopieren. Weil da ich ja jetzt am Tag wach bin und auch einige da sind am Tag, muss ich ja gucken, wie ich das mache. Also die Server müssen ja erstmal runtergefahren werden, wenn dann. Mal schauen, wir machen das schon. Weißt du, ob ich es heute schaffe? Morgen. Mittwoch weiß ich nicht, ob ich überhaupt Ark spiele. Mittwoch, Donnerstag, keine Ahnung. Gut, auch wenn ich kann ja Genesis Release, ich muss das selbst nicht spielen. Mal schauen. Also ich schätze mal eher morgen. Morgen oder heute Abend, aber ich schätze mal eher morgen. Ich weiß nicht, wie viel ich da machen muss, um den Boss zu töten. Und ich war jetzt gestern auch alleine. Meine zwei Kollegen hatten keinen Bock auf Ark. Achso, Kinderpinguin, ich habe das vorhin in die Kamera gehalten. Kann man zugreifen. Deswegen dauert der Progress halt länger. Mhm. Moin, Himiko. Achso. 200 Tiere habe ich in Kapseln geschossen. Hatte 200 Tiere draußen. Und da gab es ein bisschen Lagerino am Server. 200 Babys gleichzeitig, wo die Nanny versorgen musste, alle 35 Sekunden. Hast du noch Tipps für irgendwelche Settings, wo man ein bisschen ressourcenschonender arbeiten kann am Server? Gut, dass man keine 200 Babys gleichzeitig rauslassen soll vielleicht, aber am Server irgendwelche Settings oder Einstellungen? Du bist ja Profi. ...681 aktive Tiere hier. Oder eingefroren. Rex, Melee Damage, eckige Klammer, 7. Wir haben 7. Okay. Die 7er behalten wir. Ich weiß nicht, wie stark der andere Boss heute ist.
Meint ihr, wenn ich 20, 30 Rexe da hinschicke, schaffen wir den? Ich brauche einen richtigen, Sattel hier. Ich wollte gestern ein paar Drops machen, aber mit den Drops alleine ist scheiße. Muss man zu dritt sein. Muss ich halt warten, bis wir zu dritt sind. Dass wir einen gescheiten Rex-Sattel kriegen. Mit der Damage 7. Aber Stamina ist halt scheiße. Das ist auf jeden Fall die nächste Generation. Stamina. Wir müssen auf die Stamina uns Health hochkriegen. Aber erstmal breeden wir weiter auf Damage. Und dann breeden wir auf HP. Mine Damage 71. Mine Damage 71. Aber ich kann ja trotzdem schon mal. Trotzdem schon mal schauen, dass ich vielleicht einmal auf HP breede. Dass ich uns zwar starke Zwischenrechse habe. Mine Damage 71 ist halt. Ist gut. Ich wollte 100 machen. Aber das dauert halt. Du musst jedes Mal geht es nur 4 hoch. Das sind 75, 79, 83, 87, 91, 95, 99, 103. Das sind noch mindestens 8 Mal Breeding, wenn es brockt. Das sind, ja, grob gesehen 8 Tage, wenn ich es nicht zweimal am Tag mache. 8 Tage, bis der Damage auf 100 ist. Wenn ich jedes Mal einen bekomme, wenn ich es zweimal am Tag mache, vielleicht, ja, die Hälfte ist halt ein bisschen übertrieben. Also 8 Tage auf Damage und dann nochmal auf Health hoch. Und das dauert nochmal 2 Wochen. Mal gucken. Also, das mit den Tieren, Breeden und die ganzen Sachen hochpushen dauert halt. Wenn es funktioniert. Ist der Health 63, 40, Stamina 36, 40, hier 44. 51, 30. 40, 36, 44, 40, 51, 30. Wen machen wir jetzt als Main? Achso, ich wollte jetzt da. Okay, mach mal einmal HP Breeding. Ich brauche das höchste HP. Einmal HP, komme Stamina Breeding. Einmal HP, nachher Stamina Breeding, oder? Schauen wir mal kurz. Ich weiß nicht genau, wie viel Health haben wir denn überhaupt. Damit wir dann. Wir müssen auf jeden Fall. Wie viel haben wir jetzt hier? Ach, wir haben bloß 89. Ich dachte, wir haben mehr. Health haben wir 7, 6, 5. 5, 9, 5, 8, 5, 7, 5, 6, 5, 5. 5, 5 ist das höchste. Mine Damage ist bloß 67 bei denen, das geht aber, ist eine Generation tiefer. Aber Stamina ist ja 36, 46, das ist das höchste mit 46. Okay, Stamina 46. Also 5, ach, geht eigentlich, wir haben gar nicht so viel wenig. Geht eigentlich. Das sind alle 67er. Ist eigentlich nicht so schlimm. Ich würde dann vielleicht den sogar nehmen. Vielleicht sogar den nehmen. Einmal ein HP-Breeding und Stamina-Breeding machen. Und hoffen, dass das. Okay, vielleicht das hier. Stamina. Also HP haben wir 55. Stamina 46. Haben wir da was Höheres? Stamina. Das ist ja nicht so schlimm für die Dias, die alleine gehen. Nur für meinen, den ich selbst drauf bin. Vielleicht bin ich auch auf was anderes drauf, in der Luft oder so. Stamina, eckige Klammer. 5. Wir haben 5 sogar. 5-0. Okay, das passt dann. Okay, 55 Stamina, 46. Dann breeden wir einmal das da. Der ist noch auf Oxygen hoch. Damage. Ach, mir ist egal. Machen wir einmal den hier.
52 HP. Machen wir einmal den hier. Und wir werden bestimmt auch einmal, vielleicht kriegen wir auch einmal ein Ding rein. Vielleicht kriegen wir doch einmal 75er Damage. Wir nehmen dabei aber noch am Arbeiten. Okay. Vernünftig, vernünftig, vernünftig. So. Oh, wir machen es einfach so drauf geschissen. Das wird schon passen. Das da. Alex. Wird zwar jetzt gleich viel Sortiererei, aber egal. Ich habe ja meine Textfiles da. Oh, das ist knapp. Das ist knapp. Prepare for breeding. Processing. Start breeding. Alle Female, das da, das hier und H 55 HP, einmal rein da. Mail und Start breeding. Let's go. Let's go. Das wird Chaos-Katastrophe hier, sag ich euch. Das wird Chaos gleich. Einfach mehr Storage. Also man kann nicht mehr als 89 oder 100 Dinos hier breeden. Das ist einfach nicht. 26,9, 27,1. Aber viel schneller als diese nebeneinander aufzustellen. Jetzt hat er. Wo ist denn eigentlich? 55, 30, 63. Finde ich nicht gut, muss ich sagen. Finde ich nicht gut, muss ich sagen. 55, 36, 67. Gefällt mir auch nicht so. Ach, 55, 67. Müssen wir mal gucken, was wir so rausgekommen sind. 55. 55, das ist auch nicht geil. 55, 67, das ist okay. Ist kein 71er, ne, okay. 71 ist das höchste. Nee, ich bin. Nach den Rexen kann ich es machen. Mache ich gleich, Miko, sorry. Ich habe jetzt erstmal die Rexe sortieren. Mach ich gleich. Ich hätte nichts machen können schnell, aber habe ich mich in die Rexe verlippt hier. Verlaufen. Ja komm, ich lass die alle machen, dann kann ich die Dinger schnell machen. Ne? Wie bekommt bei mir was Schaden? Nö. Da sind keine Zahlen hier. Alles gut. Hier ist nichts und niemand. Alles gut. Alles gut hier. Wo siehst du das Schaden? Hörst du die ganze Zeit? Ich höre gar nichts.
Das Einzige, was man hier hört, sind die Gigas. Die fressen halt hier. Leben ist gleich bei denen alle. Schadenzahl würde ich ja sehen. So, dann kann ich ja mal kurz die Drache machen, damit du nicht warten musst. Sortiert dann nachher die Rexe. Wo sind denn die Drachen? Hier, kleiner Drache. Was haben wir denn da alles hier? Haben wir irgendwas geschafft? Haben wir einmal HP von dir? 25 HP, ja, wir haben einmal Damage. Schau mal, wir haben sogar einmal HP und Damage. Aber nicht zusammen. Aber nicht zusammen. Ja, trotzdem lassen wir den Damage als Main. Wir haben einmal Damage hier, ne? Einmal Damage, das da. Einmal Damage, ja. Wir haben einmal Damage, ich brühe dann den Damage als Main hier. 18 Damage mache ich den hier. Ja, wir werden die schon zusammenführen können. Zionen, Name, 18 Damage. Brühe die einfach weiter, egal was dabei rauskommt. Bis wir einen finden, dann brühen wir einfach alle Werte von dem neuen auf die drauf. Und ich kann sogar zweimal breeden. Dadurch, dass sie nicht richtig umgewandelt werden, diesem Ding hier. Mal schauen, kriegen wir hin. Start preparing, start reading. Das hier. Mail und zwei Enter und Start Breeding. Und den, der mit 18 Damage, können wir noch einmal auf Female machen und dann kann er auch nochmal breeden. Das war gestern zumindest so, keine Ahnung, ob das verbuggt ist bei denen, aber das ging halt. Mal gucken, ob es heute immer noch geht. Willst du denn dann den einzigen mit 18 Damage haben oder einfach einen anderen? Ah, schau mal. 18 Damage, 25 Leben. Guck mal. Wir haben, glaube ich, deine Stamina nicht bekommen, oder? Ja, leider hat, glaube ich, kein einziger die Stamina bekommen von dem gestern. 4, 4, 4, 4... 4. Ja, ich kann dir den. Ich geb dir den, das ist ja eh deiner gewesen. Aber pass auf ihn auf, ne? Dass wir dann nachher nochmal breeden können. Ich würde nur gern noch einmal schauen. 4 Breeding. Warte. Weil ich glaube jetzt... Ich glaube, das ging gestern auch. Mal kurz schauen. Irgendwie hat das irgendwie hier... Start breeding. Wenn... Hier. Ich weiß jetzt nicht, aber wer von denen das dann macht. Keine Ahnung. Okay. Ja, das geht so nicht. Es war dann gestern vielleicht verbuggt mit Zweien. Alles gut. Das war gestern, glaube ich, nur kurz verbuggt oder so. Also geht nicht mehr. Also. Jo, sagst du Bescheid, dann kann ich den direkt geben. Ich habe ihn hier. Hier. Das ist jetzt der stärkste. Das sind alle nur so low mit 3.
Achso, du kannst. Ach, deswegen stehst du die ganze Zeit draußen. Ah, jetzt schau dir den an hier. Mit Captain America Schild und Hammer. Beste. Barfuß und Killer-Clown. Killer-Clown-Skin. Ganz verrückt hier. Ganz verrückte Sache. Warte. Lass mal dahin. Hält ja eh halbe Stunde, von daher. Von daher passt es ja. WB. So ist. So. Okay, dann mache ich zuerst den Small Dragon hier. Small. Oh! Wir haben sogar mehrere bekommen. Leider nicht der, der gebrockt ist. Doch, ja. Doch, wir haben zwei dann mit 18... Ne, einen. Einen mit 18 Damage, 25 Leben. Schade, dass gestern die Ausdauer nicht rüberging. Das wäre halt Ultra gewesen. Wie lange braucht man für die? Da muss man warten. 8 Stunden 25. Alexa, setze Timer 8 Stunden und 30 Minuten. 8 Stunden und 30 Minuten, ab jetzt. Alexa? Lösche Timer. 8 Stunden und 30 Minuten Timer wurde abgebrochen. Alexa? Setze Drachentimer 8 Stunden 25 Minuten. Drachentimer 8 Stunden und 25 Minuten, ab jetzt. Ja, geil. Jetzt machen wir jedes. Jetzt machen wir es noch perfekter. Wir tun immer Alexa den Timer sagen, bei jedem Ding, was wir breeden. Ich habe einfach hier am PC die Software. Ich hab nur am Computer, am Windows, die Software. Hab keine Alexa. Aber gut, wenn ich den Server runterfahre, läuft ja der Timer nicht weiter. Aber egal. So können wir noch besser breeden. Ein paar Minuten hin oder her, wenn ich den Server runterfahre, muss ich es halt dazu rechnen. Was soll's. Wie viel Leben haben die denn? 0,0? Oh, die haben 1000, okay. Und ist geil in der Küche? Was hast du? Was steuerst du denn alles damit? Ich bin doch nicht nackt. Bin ich nackt? Moin Bärchen. Ich guck Netflix damit so. Ach so. Ach, hat das ein Display oder was? Ich dachte, das ist nur so eine komische Kugel da. So Bärchen, ich habe 200 Tiere reingeholt, die frisch aufgewachsen sind. 200 Tiere Breeding. Es hat ein bisschen Performance am Server gekostet. Echt, das ist mit Display? Ach du, deswegen Show. Ach so, ich kenne das gar nicht. Okay, ich kenne nur diese Dot-Dinger da. Show kenne ich nicht. Okay. Also 8 Stunden 25. Ja, das ist halt einfach heute um 8:30. Okay. So, Drachen fertig. Passt. Jetzt müssen wir die Rechse gleich sortieren. Oh Gott, das wird jetzt wild. Das wird jetzt wild. Jetzt muss ich wirklich genau schauen, welche ich durchlasse und welche nicht und welche ich dann wegschmeiße. Wir müssen ganz, ganz viele weghauen von den Rechsen.
Ich muss mir, glaube ich, wieder so wie früher in der Textfile Filter vorschreiben. Ja, das war trotzdem schon wild hier, Bärchen. 200 gleichzeitig. Alle 35 Sekunden hat die Nanny alle 200 imprinted und auch Essen gegeben. Und das hat man schon gemerkt am Server. Direkt schon über 10% mehr Auslastung, nur wenn ich hier einlogge. Jetzt ist er wieder okay, jetzt ist alles entspannt, jetzt passiert auch nichts. Deswegen überlege ich, die Nanny umzuschreiben. Und guck mal, ein bisschen umschreiben, die Nanny, den Intervall erhöhen. Vielleicht auch das mit... dann umstellen, dass sie mehr Food gibt, weil lieber einmal mehr Food und dann seltener. Und sie muss ja auch jetzt nicht... Schade, dass man das nicht differenzieren kann. Imprinting und Füttern. Imprinting reicht ja, wenn es jede Stunde ist, einmal. Okay, na dann. Ich habe jetzt insgesamt in den Boxen hier, Bärchen, 788 Tiere. Müssen wir mal gucken. Muss ich jetzt sortieren. Das ist einfach too much dann. Aber es läuft jetzt eh gut und flüssig. Das passt ja eigentlich. Das ist nur, wenn so viele Babys draußen sind. Rex, Cuddle, Melee Damage. Haben wir 75er Brock? Ich glaube nicht, gell? 75? Haben wir nicht. Nee, okay. Gut. 71. Ja. 71 haben wir auch nicht so viele. Vielleicht sind ja... Oh, vielleicht ist der mit HP hoch. 55 HP, 46 Stamina. Ja, hat sich schon mal gelohnt, das HP Breeding. Hier. Hat sich gelohnt. Schon allein wegen dem. Sehr geil. Das wird dann der nächste Main-Brüder schon. Der da. Gestern zur Rockdex durch mein Schutzschild gekommen. Ich hatte einen Ei von denen geklaut. Mein Agentar hat das geregelt. Wie sind die durch das Schutzschild gekommen? Kommen die so durch, wenn es alles noch gestanden ist, oder wie? Das wird der neue Main-Typ. Müssen wir kurz... Wollen wir gleich so nennen. Change Name. Durchgeglitscht, okay. Wie hast du die denn... Bist du dir nach Hause gelockt? Bist du da in der Nähe, oder was? Das klingt ja wild. Ja, ich habe ja auch keine Verteidigung hier. Ja, ich könnte mir auch links, rechts einfach ein paar Gigas hinstellen und gut ist. Werde ich auch machen, bevor ich eine neue Dino-Mod drauf tue. Ich werde mir zwei Gigas links, zwei Gigas rechts hinstellen, vielleicht vorne noch, sonst sind 6 Gigas als Schutz da, die sind gebreedet und ausgestattet und dann, wenn dann irgendwas kommt, dann passt das. Das Starterpaket 6 Gigas, von mir aus auch 8, jede Himmelsrichtung 2. Ein Startpaket. So, das passt. So, dann machen wir erstmal die da. Die sind auf jeden Fall safe weiter. Tech Turrets. Ja, ich hatte noch nie so wirklich eine krasse Verteidigung. Aber wenn bei dir in der Nähe diese Magma-Dinger sind, die sind nicht ohne. Die sind nicht ohne. Okay. Bis jetzt sind es ja nur ein paar. Also bis jetzt ganz entspannt. Hier.